Mit dem Dorfkern von Sarnen ist der Start zum schönsten Halbmarathon der Schweiz, der Switzerland Marathon Light. Die Vorstadtatmosphäre ist hier natürlich immer sehr speziell. Und dann erklingt der Schweizer Himmel von einer Panflöte. Kurz darauf aber der Startschuss und dann geht es los im Switzerland Marathon Light. Dann ist es ganz wichtig, dass man seinen Rhythmus findet. Am Anfang sich nicht verleiten lassen oder andere links und rechts. Seinen Rhythmus finden, vorsichtig anlaufen, so dass man hinten raus genug schnauft. Der Durchlauf durch Sachsen ist ein riesen Highlight. Hier hat es ganz viele Leute am Streckenrand, die applaudieren und die Läuferinnen und Läufer anführen. Jetzt ist es wichtig, eine gute Laufökonomie zu finden. Hier trainiert man am besten im Vorfeld mit Übungen aus dem Lauf-ABC. Wenn man beim Landgasthof Zollhaus vorbeirennt, befindet man sich ganz nahe beim Mittelpunkt der Schweiz, der Alpi Alp. Auch bei einem Projekt Halbmarathon ist es wichtig, dass man das ein bisschen im Mittelpunkt von seinem Leben stellt. Aber nicht vergessen, es gibt auch noch Familie und Beruf, weil die meisten von euch verdienen ja nichts Geld mit dem Rennen. Natur pur erlebt ihr bei der Steinebach. Die Klänge vom Dudelsackbläser nehmen dich in Empfang und motivieren dich für den nächsten Streckenabschnitt. Ganz wichtig in der Vorbereitung eines Halbmarathons ist es, dass ihr nicht nur lauft, sondern auch Ergänzungstraining absolviert, sodass ihr langfristig gesund und erfolgreich laufen könnt. Fast auf der ganzen Strecke vom Switzerland Marathon Light habt ihr den Blick auf den wunderbaren Sarnensee. Aber hier in Wielen sind wir am See wirklich ganz nah. Nehmt die Energie auf, wenn ihr am Laufen seid. Und auch sonst im Alltag. Dann nicht nur trainieren, denkt daran, der gesunde Geist lebt im gesunden Körper. Versucht eine Balance zu finden und dann auch mal euch erholen und euch etwas Gutes tun. Auf dem Sarner Dorfplatz habt ihr es schon fast geschafft. Natürlich wird auch hier Musik gemacht und ganz viele Leute führen euch an. Es sind dann noch 700 Meter bis ins Ziel. Und es ist wichtig, dass ihr am Schluss mit einem Lachen über die Ziellinie laufen könnt. Der sogenannte Negative Second Split kann man auch trainieren. Dass man die zweite Streckenhälfte im Rennen schneller laufen kann, tut man schon im Vorfeld das Training so gestalten, dass man dort versucht, immer den zweiten Teil des Trainings ein bisschen schneller zu laufen als den ersten. Und hier auf der 400-Meter-Bahn in Sarnen haben wir es geschafft. Wir sind im Ziel des Switzerland Marathon Light. Sowohl beim 4-Kilometer Funrun, beim 10-Kilometer und beim Halbmarathon. Und ich hoffe fest, wenn ihr die Videos gesehen habt, dass ihr nach Sarnen kommt zum schönsten Lauf der Schweiz, zum Meme-Lauf.